Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video packe ich mal wieder was aus und ja, eigentlich, ich habe es ja noch gar nicht liegen, darum na, machen wir es ganz einfach. Und schon ist es da. Es geht hier nämlich um diese beiden Kameras von der Firma Insta. Ja, was genau diese Kameras soweit können und so weiter, alles nach dem Intro. Viel Spaß! Und zwar hat mich die Firma Insta angeschrieben, ob ich nicht einmal ihre Kameras auch mal hier testen möchte. Und da ich schon öfter Zuschriften bekommen habe von euch bezüglich der Kameras, wirklich von Insta, darum habe ich auch in diesem Falle zugesagt, um mir diese auch einfach mal anschauen zu können. Und darum starten wir jetzt ganz kurz mit einem Unboxing der Kameras und dann wollen wir uns auch nochmal die technischen Details da ein bisschen näher anschauen. Aber gut, wir starten jetzt erstmal mit der kleineren Kamera, eine tolle Tasse übrigens, und starten hier erstmal mit. Diese Kamera ist für drin, PoE IP Kamera, und zwar ist das die IN8015 Full HD PoE. Also wer da nochmal genau den Begriff haben möchte, wie die Kamera heißt, dem habe ich jetzt auch hoffentlich eine Freude gemacht. Was haben wir da drin? Eine Kurzanleitung, dann das Ganze sehr gut verpackt. Haben wir hier auch nochmal eine Halterung, um die Kamera zu befestigen. Ja, die ist hier nochmal. Dann, was haben wir hier noch im Paket? Ein Netzteil und ein LAN-Kabel, und das ist so ein flaches LAN-Kabel. Die finde ich eigentlich immer ganz cool. So, das war das. Ach, hier ist noch was drin, und zwar nochmal zwei Schrauben und zwei Dübel für die Halterung. Ebenfalls natürlich, wer hätte es gedacht, die Kamera selbst. Und zwar ist das eine ganz coole Kamera, denn ja, zum einen kann man die halt hier darüber steuern, indem man sie halt einfach um 360 Grad drehen kann. Und natürlich auch halt hier in der Bewegung kann man diese ebenfalls nochmal bewegen. Und ja, macht auf jeden Fall ja Sinn. Dann hat sie auf der Rückseite einen Netzwerkanschluss für PoE. Und ebenfalls hier nochmal Alarmkontakte. Und das finde ich schon mal ganz interessant, dass sowas hier auch mit angegeben ist. Vielleicht kann man da auch eine Verbindung schaffen zur Homematic. Das wird sehr interessant. Dann nochmal ein DC 5 Volt Eingang und nochmal eine Status-LED. Das sind so die Sachen auf der Rückseite. Dann ist hier an der Seite nochmal ein SD-Karten-Slot inklusive einer 16 GB SD-Karte. Das finde ich schon mal ganz cool. Na, geht da wieder rein. Und das war es eigentlich soweit. Dann hat man die Halterung, von der ich ja schon gesprochen habe, dass die mit dabei ist. Und mit der Halterung ist dann möglich, auch zum Beispiel diese Kamera irgendwie an der Wand zu befestigen oder irgendwie an der Decke. Und das, mir gefällt es auf jeden Fall. Also ich finde es schon mal sehr cool. Ansonsten, nicht nur mit der Halterung kann man es befestigen, sondern es gibt ja auch nochmal zwei Löcher. Und mit diesen Löchern kann man das natürlich ebenfalls noch befestigen oder halt mit der Stativschraube. Das ist halt die kleine Kamera hier. Dann habe ich auch noch mal eine andere. Und zwar ist es hier auch das größere Paket. Ich zeige sie auch noch mal in die andere Kamera. Das ist die Insta IN, na, wie heißt sie? 920 Full HD. Und das ist auch eine WLAN-Kamera für außen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Auch diese wird natürlich hier noch mal kurz ausgepackt. Auch bei der Kamera eine kleine Bedienungsanleitung mit dabei. Dann haben wir ein LAN-Kabel. Auch hier ist das Netzteil mit dabei. Eine Halterung zum Festschrauben. Und, also das ist aus Metall. Das finde ich schon mal sehr wertig eigentlich. Auch ich finde es toll, wenn sowas auch aus Metall ist, weil es einfach auch länger hält. Und ja, hier entsprechend drei Schrauben nochmal zum Befestigen. Dann haben wir hier das Kabel zum Anschließen. Und das finde ich auch schon mal sehr interessant, denn hier haben wir einmal den Netzwerkanschluss dran. Auch hier nochmal ein rausgeführter Alarmkontakt, so wie mir es scheint. Und zusätzlich auch nochmal den Eingang für, ja, für Strom, also ich weiß nicht, wie viel das Gerät jetzt hat, gucke ich jetzt auch nochmal nach, dann habe ich hier nicht so ein Verhaspler drin. Das Teil hat 12 Volt. So, haben wir das auch geklärt und jetzt kommt die eigentliche Kamera, nee, da ist noch mehr Zubehör drin, dann kommt die eigentliche Kamera gleich. Dann haben wir hier nochmal eine WLAN-Antenne, die mit dabei ist.
ziemlich cool, ein Kreuzschraubendreher. Sowas finde ich immer toll, wenn die Hersteller damit dran denken. Dann Dübel und Schrauben. Dann eine kleine Kabelführung halt, um das Ganze hier auch richtig verschließen zu können mit dem Kabel. Nochmal Dübel und Schrauben. Und eine weitere Halterung. Beziehungsweise ist das ja die Halterung. Nee, doch, eine weitere Halterung. Um das auch zu befestigen, auch das hier wäre halt eine Halterung für die Wandmontage. Und hier kann die Kamera dann festgemacht werden. Das macht einen echt guten Eindruck. Und jetzt kommt die Kamera selber. Sieht aus wie ein großes Ei. Und wow, also die ist richtig cool. Also das ist die Kamera hier. Ich halte sie jetzt auch nochmal hier in die andere. So sieht sie dann aus. Man kann auch hier das Ganze hier hoch und runter bewegen. So, und das Ganze hier auch nochmal drehen. Um fast 360 Grad. Hier oben ist der Anschluss für die WLAN-Antenne mit dran und hier kann das Ganze damit befestigt werden. Also das sieht man hier jetzt nochmal. Das heißt, hier können die einzelnen Kabel hier dran festgemacht werden. Machen wir ja gleich nochmal zusammen, um das zu befestigen. Und dann kann die Kamera hier entsprechend auch mit befestigt werden. Entweder mit dieser Halterung hier, ja, um es hier auch nochmal zu zeigen. So kann ich es gut zeigen. So kann es befestigt werden oder mit einer Deckenmontage. Auch mit dieser Halterung. Prima! Ich bin echt super gespannt drauf, muss ich sagen, auf die Kameras. Freue mich auch schon lange auf diesen Test. Und ich würde sagen, weiter geht's mit der Einrichtung von der Software. Das heißt, ich schließe die kurz nochmal am Schreibtisch an. Nehme dich dann natürlich auch mit hin. Starten hier erstmal mit der kleinen Kamera und dann nochmal mit der großen. Und dann schauen wir uns da die Software einfach mal an, die Insta da selber bereitstellt. Sehr gespannt bin ich, wie gesagt, auf diesen Kontakt, der halt mit rausgeführt wird, ob man da auch noch was Tolles mitmachen kann, im Sinne auch von Homematic und das da irgendwie mit verbinden kann. Und ja, auf jeden Fall super interessant schon mal. Und ja, weiter geht's jetzt eigentlich am Schreibtisch mit der Einrichtung. Starten möchte ich jetzt erstmal mit der kleineren Kamera, das heißt hier die Indoor-Kamera und diese, ja, ist ja auch einfacher am Schreibtisch eigentlich anzuschließen. Das hier ist eine PoE-Kamera, das heißt, das hier reicht in meinem Fall. Ich habe einen Netzwerkswitch mit PoE, also Power over Ethernet, das heißt, dass die Stromzufuhr übers Netzwerk läuft und kann den einfach hier reinstecken. Dann sieht man auch schon hier hinten, Status leuchtet. Und die Kamera ist jetzt halt schon mit Strom versorgt und hat auch schon Netzwerk. Aber wichtig zu wissen ist natürlich, du brauchst halt auch irgendwie ein Netzteil bzw. einen Switch, der halt PoE liefert. Ja, ich kann dir einfach mal ein paar unten in der Artikelbeschreibung mit verlinken. Und jetzt hat man es vielleicht auch schon gehört, ich auf jeden Fall. Es kam schon ein leichtes Knacken und jetzt sieht man auch schon, dass die Kamera sich bewegt. Das heißt, sie richtet sich einmal kurz aus bzw. kalibriert sich selber, so dass halt die Stopppunkte auch in der Software drin sind. Und ja, die Kamera ist jetzt auch schon im Netzwerk erreichbar. Darum können wir uns jetzt auch schon mal das Webinterface anschauen von dieser kleinen Kamera. Zur Einrichtung der Kamera und damit man diese auch im Netzwerk finden kann, bietet Insta ein Kameratool. Gibt's hier auf der Seite von Insta zum Download für Windows, macOS und auch sogar Linux. Da ich jetzt selber ein Unify-Netzwerk hier habe, schaue ich einfach über einen Controller nach. Den habe ich hier auch schon mal geöffnet und habe hier entsprechende Kameras. Ja, das heißt hier meine Full-HD-Kamera, die ich hier am Carport befestige oder halt auch meine normale Kamera, also die jetzt hier wir gerade eben ja auch angeschlossen haben. Und darauf verbinden wir uns jetzt mal eben kurz. Haben wir uns dann über die IP-Adresse im Webbrowser angemeldet an die Kamera, dann kommt auch schon ein Assistenten, der uns nach und nach durch die Einstellungen führt. Finde ich ganz praktisch sowas. Also klicken wir mal auf Deutsch. Jetzt kommt hier Einrichtungsassistent mit herzlich willkommen. Einfach mal weitergeklickt und jetzt ist auch schon der wichtige Schritt da, denn wir müssen uns halt hier ein neues Kennwort überlegen. Ja, das Standard-Kennwort Insta, das kennt halt nach einer Zeit auch jeder, aber darum ist hier auch wichtig, dass hier ein neues Kennwort eingetragen wird und das mache ich jetzt, aber zeige es euch nicht.
Haben wir dann das Kennwort eingetragen? Können wir die IP-Adresse nochmal ändern, wenn wir das möchten? Gateway anpassen, DNS-Server anpassen. Und das Schöne ist auch, dass an der rechten Seite halt immer wieder weitere Informationen dazu erscheinen, was das überhaupt ist. Bestätigen wir das Ganze. Dann auch nochmal einen Kameranamen. Den lasse ich aber so. Das finde ich nicht so wild. Ich weiß ja, welche Kamera das ist. Auch das bestätige ich. Und wenn wir jetzt noch eine Insta, ja, irgendwie eine App installieren wollen, dann können wir das in dieser Schritte-Seite nämlich auch noch machen, denn jetzt gibt es auch nochmal hier auf der rechten Seite alles Mögliche an Informationen dazu. Überspringe ich an der Stelle auch. Dann könnten wir das Ganze auch mit DynDNS eintragen, beziehungsweise auch die App damit verbinden. Möchte ich allerdings gar nicht, also gehe ich mal auf Weiter hier an der Stelle. Alarm, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, denn auch an der Insta-Kamera gibt es ja diesen Alarm, der halt rausgeführt wird. Und das finde ich halt sehr interessant. Und zusätzlich können wir auch sagen, dass Alarmvideos auf der SD-Karte gespeichert werden. Hatte ich ja schon gezeigt, dass dort eine SD-Karte drin ist. Wir können sagen, dass Push-Benachrichtigungen an die App gesendet werden. E-Mails und so weiter. Finde ich toll, dass sowas geht. Überspringe ich aber an dieser Stelle. Ganz einfach, weil das für mich persönlich jetzt nicht so relevant ist, da ich das Ganze eh über die Surveillance Station von Synology betreibe. Das überspringe ich jetzt und können dann hier unseren Wizard beenden. Sind wir dann mit der Kamera verbunden, sieht man jetzt hier auch ganz schön, können wir die halt zum einen hier bewegen über diese ganz normalen Pfeiltasten. Ja, das können wir machen. Und gerade eben kam auch noch eine Meldung, ja, wenn wir jetzt hier Flash installiert haben, das deaktiviere ich das aber und lasse es auch deaktiviert, da ich da nicht so ein Freund von bin, aber dann ist das Kamerabild ja auch nochmal besser. Nichtsdestotrotz haben wir halt die Möglichkeit und können halt diese Kamera bedienen und hin und her schwenken damit. Und so natürlich auch halt, ja, je nachdem, wo die aufgestellt ist, immer mal genauer nachschauen, okay, wo ist denn da jetzt was im Raum, was ich mir nochmal näher angucken möchte, und das natürlich auch aus der Ferne. Wir wollen aber ja auch noch ein bisschen auf die Einstellungen hier eingehen, und das machen wir jetzt nochmal kurz. Also klicke ich mal oben hier auf den Punkt Einstellungen, denn Einstellungen haben wir auch eine ganze Menge. Viele davon sind aber auch schon in dem Setup-Wizard, den wir gerade eben ja durchgegangen sind, auch schon behandelt worden. Hier können wir auch nochmal das Netzwerk einstellen, das heißt IP-Konfiguration hier nochmal mit anpassen, auch HTTPS-Port und so, finde ich ganz cool, dass man es nochmal mit anpassen kann. Fernzugriff können wir mit einschalten und auch hier wieder das Ganze scannen mit der entsprechenden App, wenn die installiert ist. Und auch OnViv ist halt hier möglich. Das ist halt auch interessant, da halt das ein herstellerübergreifender Schnittstellenstandard ist. Hier oben steht es nämlich auch nochmal für IP-Kameras. So kann man halt immer auch mit anderen Geräten auf diese Kamera dann zugreifen. Finde ich klasse. Unter Multimedia können wir nochmal sagen, okay, ob Audio auch aktiviert werden kann und auch der Lautsprecher bzw. Audioausgang, wie halt da der Pegel ist und ob wir überhaupt Audio verwenden möchten. Video, da können wir die ganzen Auflösungen mit einschalten oder auswählen. Ja, ich lasse es hier auch auf Full HD das Ganze. Können halt sagen, wie viel Frames per Second übertragen werden sollen. Dann halt Videokompression, Bitrate, ihr seht es ja selber, hier kann man eine Menge einschalten oder einrichten. Dann auch die Bildeinstellungen selber können wir nochmal, Farbe und so. Oh Gott, wir haben ja echt viele verschiedene Möglichkeiten. Dann halt die Kameraname, ob der Name mit eingeblendet werden soll, den brauche ich eigentlich nicht. Zeit lasse ich aber mit drin. Auch diese Einstellungen haben wir hier. Dann einen recht interessanten Bereich, denn es gibt hier Privatsphäre, so können wir halt auch Objekte bzw. Sachen ausblenden, die gar nicht mit dargestellt werden sollen. Ja, ich nehme hier einfach mal kurz das Logo und würde das hier an der Stelle aktivieren. Übernehmen das hier an der Stelle und dann wird dieser Bereich hier mit ausgeblendet. Das heißt, den sehen wir gar nicht und der wird auch gar nicht mehr mit übertragen. Wenn wir jetzt rausgehen hier aus den Einstellungen, sieht man, hier ist ein schwarzer Kasten darüber. Was natürlich allerdings auch so ist, wenn ich halt hier jetzt das wiederum bediene, dann können wir natürlich wieder dieses sehen. Interessant ist es halt wirklich dann, wenn wir uns die Bedienelemente ausblenden bzw. die deaktivieren, dann hat man hier halt wunderbar das Ganze auch ausgeXt, sodass halt manche Informationen oder manche Sachen einfach nicht mit abgespeichert werden. Dann weitere Features, das heißt, wir können das Ganze per E-Mail nochmal mit einstellen, also SMTP-Server hier soweit mitsetzen. Ein paar sind hier auch schon hinterlegt, sodass wir zum Beispiel bei T-Online nur noch Benutzername und Kennwort eintragen müssen. Dann haben wir hier FTP-Einstellungen, dass halt solche Dinge auch via FTP-Server gespeichert werden. Das kann die Kamera. Infrarot-Nachtsicht können wir halt deaktivieren, aktivieren oder einen festen Zeitplan da setzen, auch eine Helligkeit nochmal einstellen. Dann Pan and Tilt, das ist halt hier diese Einstellung zur Justierung bzw. zur
einstellen, wohin die Kamera schwenken soll. Auch da haben wir Einstellungsmöglichkeiten. Man hat hier wirklich sehr viel. Manuelle Aufnahme, SD-Karte, die LED kann man einstellen, den Wizard nochmal starten. Dann Alarm, das ist wiederum interessant, darum gehe ich hier nochmal ganz kurz mit rein. Wir können sagen, dass ein Alarmton halt ausgegeben werden soll, weil die Kamera auch einen kleinen Bewegungsmelder mit hat. Und man kann hier nämlich auch den Alarmausgang aktivieren, das Relais. Und das ist wiederum interessant für uns, denn wir wollen ja auch Homematic nutzen. Und wenn wir das Ganze auch ansteuern mit zum Beispiel der Homematic FCI-Platine, die ich ja schon mal vorgestellt habe hier im Kanal, dann ist es auch möglich, diese Informationen mit dem Ausgang auch an Homematic zu übergeben. Und wie man das anschließt, das habe ich jetzt gerade eben ja nochmal kurz dargestellt. Das heißt, es ist sehr cool, dass man auch diese Geräte miteinander verbinden kann, um halt so zum Beispiel auch die Kamera draußen, den Bewegungsmelder dafür zu nutzen, um halt ein Licht damit zu steuern. So spart man sich auf der anderen Seite auch den Bewegungsmelder für außen. Sehr, sehr praktisch. Ich übernehme das hier an der Stelle, weil ich diese Funktion eigentlich sehr gut finde und das Ganze auch nutzen möchte. Dann haben wir Bereiche, die wir nochmal aktivieren können. Und auch hier können wir nochmal das Ganze dann mit einer Sensitivität einrichten, um halt dort zu sagen, okay, es steht zum Beispiel irgendwo ein Busch oder so, das ist interessanter für Außenbereiche, dass man halt dort die Sensitivität ein wenig runterstellt. Was haben wir noch für Einstellungsmöglichkeiten? Allgemein einen Zeitplan, wann er halt aufnehmen soll. Das können wir hier nochmal mit konfigurieren. Push-Benachrichtigung, Alarm-Server haben wir ja auch nochmal an der Stelle, wenn wir sowas irgendwo bei uns zu Hause haben. Das heißt, hier steht es auch nochmal, Alarm-Server kontaktieren, wenn er halt irgendwie was aufnimmt oder irgendwas detektiert oder nicht. Aufgaben, also das heißt, hier können wir nochmal eine Fotoserie hinterlegen, dass die halt irgendwie auf der SD-Karte gespeichert wird. Auch da das Ganze mit dem Zeitplan hinterlegt und bei Video genauso. Und unter System haben wir da nochmal wieder eine Menge verschiedener Einstellungen. Das heißt hier eine Übersicht mit Einstellungsmöglichkeiten bzw. was es überhaupt für eine Kamera ist. Auch da den QR-Code nochmal, einen Link zur Bedienungsanleitung, was ich sehr praktisch finde. Dann können wir uns verschiedene Benutzer einrichten und auch diese nochmal hier aktivieren. Web-UI sind wir auch gerade drin. Das heißt, hier können wir an der rechten Seite die Buttons nochmal ein bisschen mehr mit konfigurieren. So, können das auch nochmal hier übernehmen, diese Einstellungen. Datum und Uhrzeit festlegen, die Sprache, System-Logbuch, da gucke ich nochmal kurz rein, wann sich wer angemeldet und abgemeldet hat. Firmware-Update machen, Backup und Restore, das heißt die Einstellungen nochmal sichern, neu starten oder ein Werksreset machen. Und auch hier gibt es das Ganze auch nochmal als Cloud, das heißt Insta bietet auch nochmal eine Cloud-Möglichkeit, wo halt diese Sachen direkt hochgeladen werden können zu Insta, um dort in der Cloud abgespeichert werden, sodass man dann auch wiederum von überall darauf Zugriff hat, was die Kameras zu Hause dann überhaupt aufgenommen haben. Super praktisch das Ganze. Hier oben haben wir nochmal einen Punkt zur SD-Karte. Und wenn wir irgendwas abgespeichert haben auf der SD-Karte, so haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, dort uns das runterzuladen bzw. uns das anzuschauen. Ja, Logout ist, denke ich, selber erklärend. Und das sind eigentlich so im Großen und Ganzen erstmal hier die Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier auf der Kamera selber bzw. in dem Webinterface haben. Ich muss sagen, ganz schön umfangreich, aber auf der anderen Seite auch sehr übersichtlich. Also ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem, was wir hier soweit einstellen können. So, die Einrichtung ist ja jetzt erstmal abgeschlossen, aber wie kann man denn überhaupt diese Kameras selber dann befestigen? Und das schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau im Detail an. Wir starten jetzt erstmal mit der großen Kamera. Das heißt, nun hast du sie ja auch nochmal im Detail. Ist schon echt ein großes Ding, muss ich sagen. Also echt eine riesengroße Kamera. Hier sieht man auch nochmal die LEDs ganz klar für die Nachtsicht, den Bewegungsmelder und die Kamera dann selbst. Gut, wir wollten aber ja über die Befestigung kurz sprechen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten bei dieser Kamera. Zum einen haben wir halt dieses Teil hier für die Montage unter einer Decke. Können hier halt die Anschlüsse mit rausführen. Drei Anschlüsse sind es fürs Videosignal, Stromversorgung auch nochmal für einen Schaltkanal. Und ja, schrauben das hier einfach so mit fest. Haben hier auch nochmal eine Kabeldurchführung, womit wir das dann wunderbar unter einer Decke befestigen können. Die andere Möglichkeit, und das werde ich gleich auch nochmal im Detail nochmal ein bisschen zeigen, ist, das Ganze halt an der Wand zu befestigen. Auch hier können wir das hier so weit drüber stülpen. Und die Kabel, die würden halt hier dann drin in dem
in der Halterung selber dann auch verlaufen, so dass man das auch dann wunderbar an einer Wand oder ähnlichem halt dann festschrauben kann. Da ich bei Regen allerdings die Kamera dann befestigt habe draußen, muss ich gestehen, ich hatte keine Lust, ein Video zu machen. Ist aber super einfach, denn als erstes wurde diese Metallplatte einfach an dem Balken in meinem Fall befestigt. Vorher habe ich noch ein Loch gebohrt, wo ich die Kabel durchgesteckt habe, dann halt diese Platte befestigt. An dieser Platte dann den entsprechenden Arm einfach festgeschraubt, ging auch sofort und sehr einfach. Und zu guter Letzt einfach dann die Kamera eingehangen. Und ja, alle Kabel natürlich vorher verbunden, dann die Kamera oben festgeschraubt und schon saß das Teil bombenfest. Echt sehr cool gemacht das Ganze. Zur Befestigung der kleineren Kamera gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir haben hier auf der Unterseite zwei Löcher, die jedem bekannt sein sollten, um halt das Ganze zu befestigen, oder eine Stativschraube. Und was mitgeliefert wird bei dieser Kamera, ist halt dieser kleine Adapter, den hatte ich auch schon im Unboxing gezeigt. Das heißt, hiermit ist es dann möglich, das an der Wand festzuschrauben, hier mit zwei Löchern, und dann halt den hier frei bewegen oder positionieren zu können. Und das Ganze lässt sich dann unten hier an der Kamera befestigen. So können wir es dann festschrauben, um es dann halt an der Wand zu befestigen oder irgendwie unter der Decke oder an dem Balken oder wie auch immer. So, das kann man dann sehr frei machen, um halt dann auch diese Kamera irgendwo fest hinzusetzen. Aber natürlich auch möglich ist es, was ja auch viele sicherlich machen, das Teil einfach irgendwo hinstellen dann. Auch so kann man natürlich den Raum überwachen mit dieser kleinen Kamera. Das war jetzt also der kurze Test zur Einrichtung von den Insta-Kameras. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, ich bin immer noch recht begeistert eigentlich von der Kamera, aber nicht nur von der Kamera selber, sondern auch von der Verarbeitungsqualität. Also da ist es schon ein ordentliches Teil, wenn man das so sagen darf. Bedanke mich hier an dieser Stelle nochmal fürs Zuschauen. Hättest du irgendwelche Fragen dazu, zu diesen Kameras, dann schreib mir das doch ganz gerne unten mal mit in die Kommentare. Schönen Dank an Insta nochmal für die Bereitstellung hier der Produkte. Wir sehen uns, denke ich mal, das nächste Mal wieder. Wenn irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, einfach unten mit in die Kommentare. Und schönen Dank an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auch über einen Daumen hoch. Und bis dahin erstmal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.